Und Herr Ministerpräsident, ganz ehrlich, ich hatte erwartet, dass Sie hier eine Regierungserklärung abgeben. Und ich glaube, das darf zu Recht die Erwartung des ganzen Hauses sein. Und dann zu sehen, dass Sie sich vor einer halben Stunde da draußen hinstellen, 10 Meter von hier, und doch was zur Haushaltssperre sagen, aber in die Kamera, ist eine ziemliche Unverschämtheit. So wird es nicht gehen. Wir haben einen absoluten Schlingerkurs. Wir haben einen Notkredit aufgenommen für die Ukraine, um dann 4 Wochen später zu lernen, dass sie 1 Milliarde mehr als Steuereinnahmen haben. Dann haben wir einen Haushalt verabschiedet im März und 2 Monate später gibt es eine Haushaltssperre. Dazwischen streiten Sie sich noch mal eben über die Frage Klimasondervermögen und Klimaziele. Ganz große, wichtige Posten. Wo soll es denn jetzt hingehen? Was ist denn jetzt Ihre Idee? Sie wollten doch Kurs halten, aber im Moment ziehen Sie nur den Schlingerkurs Ihrer Finanzministerin nach. Sie müssen dem Land erklären, wie es jetzt weitergehen soll, insbesondere wenn die Situation so ist, wie die Ministerin es sagt. Weil das würde ja bedeuten, wenn Sie keine anderen Ideen haben, als zu kürzen, dass alle Ihre Ziele jetzt schon vorbei sind. Dann müssen Sie halt keine Politik mehr machen. Und wissen Sie, ich habe die Befürchtung, dass Sie das auch wollen, dass Sie das ganz gut finden, weil das Ihre Taktik ist. Sie können immer sagen, ich kann nichts machen, ich habe kein Geld. Ansonsten gehe ich joggen, teste Eis, bin ein väterlicher Freund zu allen meinen Freunden. Aber das ist das, was wir nicht brauchen. Wir brauchen einen Ministerpräsidenten, der gerade in dieser Zeit erklärt, wie es gehen soll. Diese Chance haben Sie heute verpasst, und das darf Ihnen nicht noch mal passieren.